Wenn man das so betrachten möchte, zerfällt das Asylverfahren in zwei Bereiche. Bekommt jemand Asyl nach Artikel 16 des Grundgesetzes? Das ist ja ein Kataloggrundrecht. Und die andere Frage ist, wo ist derjenige während dieser Zeit untergebracht und wie wird er versorgt? Und die Frage, wo untergebracht und wie versorgt, ist Aufgabe der Gemeinde. In Nordrhein-Westfalen ist es eine Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung. Und das Asylverfahren wird zentral abgewickelt über das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Und ein paar Tage da mit LKW war. In LKW hinten, Verstecken drinnen, habe ich bezahlt Geld natürlich früher. 4.000 bis 5.000 Dollar habe ich bezahlt früher für LKW-Fahrer. Unegal gekommen. Ja. Bis Karlsruhe. Ich war einen Tag in Karlsruhe, eine Nacht. Und dann Transfer gekommen nach Köln. Eine Woche in Köln. Wieder bei Gericht und dann Transfer nach Düren. Gibt Asylheim in Düren, ist großes Asylheim. Ich glaube jetzt nicht mehr. 3 Monate ich war da. Und dann wird Transfer nach hier. Nach Wuppertal. Wir kriegen in der Regel 2 bis 3 Wochen vorher eine Ankündigung von der Bezirksregierung, dass eine erneute Zuweisung durchgeführt wird. Da finden Sie dann aber nur allgemeine Personendaten, Name, Geburtsdatum, wenn es vorhanden ist. Und dann an dem Morgen stehen diese Menschen dann im Grunde vor der Bürotür und warten darauf, dass sie versorgt werden. Die Kollegen sind dann darauf vorbereitet, es sind Räumlichkeiten schon gesucht, die sind eingerichtet. Jetzt sind noch die Akten bereits angelegt, es können die ersten Auszahlungen vorgenommen werden, dass die Menschen mit Lebensmitteln, mit Geld ausgestattet sind, um sich selbst zu versorgen. Wir haben hier Asylbewerber in den Containern drin, die sind, glaube ich, schon 10, 12 Jahre drin. Dann hier habe ich Asylantrag gegeben, 97 abgelehnt. Bis 2008 habe ich meinen Aufenthalt nicht gekriegt. Bis 2008 ein Gesetz gekommen. Wer arbeitet in Deutschland oder hatte keine Probleme, Strafe oder Protokoll oder anderes, bekommt diesen Aufenthalt. 2008 habe ich Aufenthalt gekriegt. Wir haben aber auch darauf geachtet, dadurch, dass halt hier auch abends noch immer mal rumgefahren wurde, um eine Anwesenheitskontrolle zu machen. Wer da war, wer längere Zeit nicht da war, dann wurde auch schon mal umgestellt auf wöchentliche Zahlung. Und es war also früher mehr kontrolliert als heute. Es ist verboten, wohnen mehr wie 30 Kilometer fahren, nur Kreisdüren kann ich fahren. Früher war es so, dass die auch in den Wohnungen ewig lange drin waren. Also man hatte das Gefühl, da ist keiner, der anerkannt wird, eher abgelehnt. Und die bleiben ja dann trotzdem hier mit einem gewissen Bleiberecht. Heute hat man hin und wieder schon mal einen drin, der anerkannt wird dann und der sich ja dann auch frei bewegen kann. Wenn Sie heute aus einem Land, zum Beispiel irgendwo in Afrika, einreisen, müssen Sie dem Bundesamt dezidiert darlegen können, warum Sie politisch verfolgt sind. Denn nur dann genießen Sie Asylrecht als politisch Verfolgter. Das ist aber immer eine Einzelfallprüfung, die auch sehr häufig gerichtlich kontrolliert wird, auch über mehrere Instanzen und dann entweder in einer Anerkennung oder in einer Ablehnung endet.